Hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Survival Let's Play. Ja, in der heutigen Aufnahmesession würde ich gerne den Sandfarm, den wir eigentlich brauchen für unsere Fenster, würde Redstone suchen wollen, was ich eigentlich jetzt hier gerne als allererstes anfangen wollen würde. Aus dem einfachen Grund, was warm haben wir, und ich hoffe mal, es wird nicht allzu lange dauern, den Redstone da zu sammeln. Ach so, eigentlich. Türen immer zumachen. Sicher ist sicher. So, dann bin ich ja mal gespannt. Wow, ob ich gespannt bin. Beziehungsweise ob wir hier Redstone finden. Eigentlich sollten wir hier welche finden. Wir haben ja schon ein bisschen was von der Höhle erforscht. Und von daher könnten wir uns auch komplett mal runtertreiben lassen, weil da finden wir definitiv Redstone. Oh Gott. Und da sehe ich auch schon Lapis Lazuli, was auch nicht verkehrt ist. Und erstmal ihm hier. So. Denn, und da ist Redstone. Wunderbar. Ich würde mir gerne das hier irgendwie markieren wollen. Schwimm, schwimm. Hallo. Nicht in der Lava, wenn es geht. So. So, und dann gehen wir von hier aus Fackeln erstmal mal links und wir leuchten mal hier ein bisschen aus. Sicher ist sicher. So, hier sind wir am Ende. Sehr schön. So, wir brauchen zwei Redstone. Das war denn in der Hinsicht auch mit Lapis Lazuli bin ich noch am überlegen. Nehme ich das jetzt schon mit? Eigentlich könnte man mitnehmen. Hallo? Hoch hier. Aber eigentlich so unbedingt brauchen tun wir noch nicht. Diamanten wären noch schön. Hör hier ein Glibber rumglipsen. Hier könnten wir zumachen. Das ist nun wirklich, sag mal, eine Sache, die muss nicht unbedingt offen sein. So. Und ich hoffe, das war... Oh, die Musik passt eigentlich absolut nicht dazu. Hier ist auch schon wieder Wasser. Alter, wie viel Wasser hier nicht überall ist. Diese unterirdischen Quellen andauernd. Erstmal nehmen wir das hier mit. Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Erde, sehr schön. Müssen wir uns eigentlich merken, aber... Smaragde, wie geil. Wo ist das Wasser jetzt hin? Das wird abgebaut oder was? Anscheinend schon. So, die Erde nehmen wir immer mit. Das hier, den ganzen Redstone. Wir nehmen erstmal alles an Redstone mit, was wir kriegen können. Das war jetzt sehr clever. Weil es besteht ja immer die Gefahr, dass wir hier Schiefer, Diamant! Diamanten! Wir müssen unbedingt mit Tinkers anfangen. Yeah! Ich hätte jetzt gedacht, das wären Smaragde gewesen. So, das lassen wir mal noch. Hier können wir zum Aachen. Da kommt ein kleiner Creepy. Weil der kommt erstmal nicht an uns ran, so großartig hier. Sagen wir mal. Uah. Alter. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Uah, wo kommt er denn her? Gehört haben wir ihn ja schon. Aber hier Silber, Silberbraun. Alter. Die kommt von da oben, wa? Alter! Alter, 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 Alter. Und da kommt noch, natürlich, ein Creepy. Alter. Eigentlich wollte ich hier gerade die mit der Erde austauschen. Dass wir uns hier so eine Erde hinsetzen können. Ah, Gott. Wir sollten vielleicht mal hier erstmal gucken. Ach, kick mal, wer da ist.
Irgendwie reagiert die Maus ziemlich flott. Ich meine, das ist ja nicht schlimm, aber... Na toll. So. Ach ja, genau. Wir sitzen hier voll in der Falle. Alter. Alter. Oh Gott. So, wo ist denn jetzt unser Freund hier hin? Hey, komm mal ein paar Diamanten. Aha, da ist er. Stirb. Kaum haben wir ein paar Diamanten, Alter. Drehen die ja gleich alle am Rad. Yeah, noch ein Diamant. Und noch ein Diamant. Und noch ein Diamant. Und noch ein Diamant. Alter, Alter, wie viel. Geil. Mann, sind wir ein paar Glücksschweine hier. Sehr schön. Können wir das noch mitnehmen? Jo, können wir auch. Wie sieht hier aus? Hier wird dann schon langsam kritisch, weil wir ja direkt die Lava nebenan haben. So. Hier haben wir mal eine Fackel drin. Und damit hat sich das mit der Fackel noch erledigt. Aber wir können ja noch ein bisschen Kohle insammeln. Wenn sie schon mal da ist und wir sie sowieso brauchen, nehmen wir sie natürlich liebend gerne mit Kusshand mit. So. Jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen wieder. So. Fackeln. Wir sollten uns ein paar Fackeln machen. Und eigentlich wollte ich nur nach Redstone gucken und jetzt haben wir schon Diamanten gefunden. Wahnsinn. Ich sage, wir sind echt Glücksschweine. In der Hinsicht sind wir echt Glücksschweine. Und wir müssten echt mit Tinkers langsam anfangen. Die nächste, Alter. Hier ist noch irgendwas gestorben mal. Ich würde sagen, tun mal so, als ob wir die Höhle so weit noch nicht erkundet hätten. Hier geht's dann runter, hier geht's noch hoch, Alter. Und überall Eisen, auch Eisen so viel. Gold wäre jetzt auch noch schön. Auch Schiefergolderz. Na, dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Denn wir haben ja noch was vor. Wir müssen ja noch ein bisschen was umbasteln. So, da jetzt machen wir hier erstmal den zu, damit wir hier einfach diesen Wasserstrom nicht mehr haben, weil der ist ja dann doch ein bisschen lästig. So, das nehmen wir mit. Wir haben auf jeden Fall schon mehr. Da. Was wollte ich sagen? Mehr Redstone, als wir eigentlich brauchen. Hier ist ohne Eisen. Wir nehmen das Eisen, nehmen wir natürlich gerne erstmal mit. So, den Redstone nicht, aber den könnten wir erstmal noch mitnehmen. So, dann haben wir das. Und eventuell sollten wir hier noch eine kleine Fackel drin stellen. Hier ist ohne Redstone, den können wir auch mitnehmen. So. Da weiß ich noch nicht, da müssen wir erstmal die Lava zukriegen. Und ich hätte gerne noch ein paar andere Büsche, so ein paar Goldbeerenbüsche oder so. Hier ist nur Eisen, nehmen wir mit. Und da ist noch mehr Eisen. Alter. Ja, mein Freund. Kollege, bleib mal ganz unruhig. Hier jetzt lang. Wir dürfen uns nur nicht verlaufen. Das ist so das Wichtigste. Also heißt das für uns Fackeln hier. Cyanurit brauchen wir noch nicht. Kommt später. So, die nehmen wir natürlich wieder mit. Genauso wie den Redstone. Oh ja, wer bist denn du, Kollege? Alter! Alter! Hau ab! Himmel her, hört nochmal. Da habe ich gerade noch Kohle glitzern sehen. Aber ich möchte gerne erstmal die hier mitnehmen. Da war nichts weiter außer Kies.
Hier ist noch Eisen in der Wand. Oh Gott, und wir nehmen wieder mehr mit, als wir eigentlich tragen können. Und ich glaube, da war gerade noch Golderz, oder? Jawohl. Und da ist noch mehr Golderz. Nehmen wir natürlich alles mit. Und da ist noch mehr Golderz. So, dann holen wir hier mal eine Fackel einfach hin. Ist ja nur zum Ecken ausleuchten. Beziehungsweise die könnten wir so, dann wissen wir, wenn die so steht, ist einfach nur zum Ausleuchten. So, dann nehmen wir das noch mit. Wir haben so eine krasse Höhle hier in unserer Gegend. Direkt in der Nähe. Alter, wie hoch geht denn das? Alter, kommen wir hier überhaupt hoch? Geht es auch noch weiter? Hallo? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das war jetzt keine Absicht. Oh, jetzt muss ich... Oh. Alter, jetzt komme ich da nicht rüber. Na also. So, hier sind noch ein paar Sonnebüsche. Hier sind... Oha. Größtenteils irgendwie aber immer dieselben. Hier läuft nur Lava lang. Da ist noch... Ah, oh, 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 ah. Da ist Wasser. Wasser. Löschen, löschen. Ah. Das war jetzt knapp. Und hier scheint die nächste... Das ist doch die nächste Schlucht hier. Oh Gott. Das wird alles noch ganz schön interessant werden. Hier die Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch im Dunkeln erstmal, und ich möchte ja nicht weiter vordringen erstmal hier. Wir haben das, was wir wollten, haben wir, und eigentlich noch viele mehr. Und von daher möchte ich gerne erstmal das so belassen, wie es ist. Wir haben ein bisschen Kohle gesammelt. Von daher gehen wir erstmal raus hier. Das nehmen wir noch mit. Ja, die Büsche werden wir definitiv noch brauchen. Und davon nicht unbedingt wenig. Eisen würde ich jetzt noch mitnehmen, was ich... Ah, da ist noch Kohle. Was ich finde unterwegs. Und wir müssen uns denn auf jeden Fall eine Schmiede bauen. Da ist noch Kohle. So, die nehmen wir mal mit. Yeah. Und da ist auch noch Erde, also... Wenn wir Erde brauchen, sag ich mal so, wenn man nicht unbedingt jetzt so großartig Terraform, möchte eigentlich die Natur so mehr oder weniger so behalten, wie sie ist. Natürlich ein bisschen anpassen, aber ganze Berge abtragen, nee. Aushöhlen, ja? Abtragen, nein. Ja, wir können uns ja, wie gesagt, in den Bergen noch ein bisschen was Schönes machen, oder eventuell könnten wir ja dann den Berg nutzen, den wir ja gerade aushöhlen, um... Okay, Moment. Um uns dort... Da ist noch Gold. Ich möchte eigentlich gar nicht hoch. Ich möchte gar nicht hoch. Da ist immer... Ja, komm, was soll's. Wir können den Berg ja nutzen, um... Ja, danke. Um dort, sag ich mal, unsere Bären anzupflanzen oder so, weiß ich noch nicht. Und da in der Nähe eventuell gleich die Schmiede bauen. Okay, das pflücken wir mal raus hier. So. Den noch. Solange wie wir da rankommen, nehmen wir das natürlich gerne mit. Da ist auch noch Gold. So, hier haben wir noch ein bisschen Redstone und Eisen. Nehmen wir natürlich gerne mit. So. Boah, Alter, wie viel Eisen. Die
Eventuell sollten wir langsam mal ein bisschen Erde mitnehmen. Einfach weil die uns hier so demnächst ausgehen wird. Hier ist noch Kohle. Kommen wir jetzt eigentlich von hier aus? Einfach nur, weil mich interessiert. Auf jeden Fall jetzt hier weiter. Alter, was sind das für Höhlen? Oh Gott. Okay, wir haben... Ja, wunderbar. Wir haben auf jeden Fall erstmal hier nie Kohle. Hoffe ich. Da sich die hier echt gut durchzieht. So, nehmen wir alles mit. Da ist noch Gold. Und da ist noch Kohle. So, solange wie wir rankommen, nehmen wir alles mit. Gerade Kohle, wie gesagt, brauchen wir ja ohne Ende. So, den können wir auch noch kaputt hauen. So, dann gehen wir erstmal auf Sammeltour hier. Zack, 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 zack. Dio oder Yellow Reed brauchen wir noch nicht. Ich hätte gerne ein paar Goldbeerenbüsche. Hier sind schon wieder Diamanten, Alter. Und schon wieder Kohle. Und die nächste Höhle, so wie es aussieht. Und wieder waren wir da und schon wieder Gold, Alter. Wir sind doch echt Glücksschweine hier. Ist doch nicht wahr. Ich würde sagen, dann steht so langsam dem Projekt Mooscraft nichts mehr im Wege. Alter. Wir haben jetzt eine Kohle ohne Ende. Wir haben ein paar Diamanten. Auch wenn wir die jetzt wirklich einfach echt nur wegschmeißen. Aber das wäre, wie gesagt, das ist mir einfach ein Anliegen, dass wir sagen, wir haben nicht umsonst oder so gekriegt, sondern wir haben eben wirklich was dafür getan. Den nehmen wir noch mit. Und so, hier kommt noch eine Fackel ran. Und ja, sind nicht so von wegen, oh ja, ist ja gescheatet. Nein, ist es nicht, weil wir geben ja in der Hinsicht auch mehr als hier noch teure Materialien, seltene Materialien aus dafür.